stehen, sind wir bereit, mit Gott zu gehen, für seinen Namen einzustehen, in dieser Welt ein Licht zu sein. Mach dich an, der Tag erwacht, erhebe dich aus stiller Nacht. Am Horizont sehen wir das Licht. Komm, breche auf, komm, zögere nicht. Breite deine Flügel aus und wie ein Adler flieg hinaus. In seiner Hand wurde sein Herz plötzlich traurig und ganz schwer. Wie wäre das einfach vorzugehen, eine andere Welt statt diesem Camp zu sehen? Man müsste einfach nur durch dieses Tor. Durch dieses Tor. Komm, lass uns aufstehen! Ich war noch niemals auf nem Hike. Ich war noch niemals auf Natur. Ging nie mit viel zu schwerem Rucksack dort übers Land. Ich war noch niemals weg vom Camp. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal was wagen und vor diesem Camper fliehen. Thank you.
dass er in der Jurte mit dem Essen stand. Da fiel ihm auf, dass er fast alles bei sich trug. Das Chemikan, ein Messer und ein Sturmstreichholz, das ist doch für den Ranger schon genug. Da liegt auch noch eine Wanderkarte rum, die dabei zu haben wäre gar nicht dumm. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus dem Zeitplan und diesem Matsch befreien. Über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Und alle, ich war noch niemals auf dem Hulk, ich war noch niemals auf der Tour, ging nie mit viel zu schwerem Rucksack übers Land. Ich war noch niemals weg vom Camp, ich war noch niemals richtig frei. Einmal was wagen und vor diesem Camper fliehen. Steckt er die Packung Kekse ein und ging wie selbstverständlich in die Jurte heim. Doch sein Herz war noch traurig und ganz schwer. Sein Mitarbeiter rief: Mann, wo warst du bloß? Der bunte Abend, der geht auch gleich los, Mensch. Er sagte: War was? Nein, was soll schon sein? Doch dann schrie er es hinaus, er schrie es hinaus. Ich war noch niemals auf der Hike, ich war noch niemals auf der Tour, ging nie mit viel zu schwerem Rucksack übers Land. Ich war noch niemals weg vom Camp, ich war noch niemals richtig frei. Einmal was wagen und vor diesem Camper fliehen. Einmal was wagen und vor diesem Camper fliehen. Und vor diesem Camper fliehen.
Liebe gar. Ay, ay, oh Mama, oh Mama. Ay, ay, oh Mama, oh Mama. Ay, ay, oh Mama, oh Mama. Ay, ay, oh Mama, oh Mama.
denn los? Oh, Marschall Seiler, das war eine lange Vorbereitung. Seit 2 Jahren warten wir auf diesen Moment. Eine lange Zeit, Martin. Eine lange Zeit, Manfred. Und du, wie gefällt dir unsere Burg? Die Burg ist wunderschön, sie ist riesengroß. Ein Bauwerk. Es hat sicher lange gedauert, Manfred. Du, sehr lange. Wir haben 70 Jahre daran gearbeitet. 70 Jahre? Das ist ein ziemlich langes Bärbrett. Und sie wurde grad ganz knapp fertig. Schau mal den Turm da drüben rechts. Da fehlt eine Kleinigkeit. Es ist wie bei jedem Münster oder Dom. Es braucht seine Zeit, um Qualität zu machen. Das doch, Manfred, es fehlt einer in unserer Mitte. Da hast du recht. Lasst mit uns begrüßen unseren Bundesleiter Peter Lehmann! Fürst, seid willkommen in der Burg! Vielen Dank, meine Hofmarschalls! Unser Volk ist uns tatsächlich gefolgt! Für dich öffnet Jesus. Komm du, dein Jesus. Ich komm zu dir vor deinem Thron. Voll Demut will ich vor dir stehen. Ich genieße deine Gegenwart. Ich will dein treuer Diener sein und nur auf deinem Wegen gehen. Ich setz mich von deiner Liebe fern. Ich bin dein Herr.
Atem still wie vor dir. Heben unsere Hände auf zu dir, Anbetung dir allein. Anbetung stehen wir vor dir, heben unsere Hände auf zu dir, Anbetung dir allein. Okay.